Die Energiekrise kombiniert mit der Aussicht auf immer weiter steigende Zinsen entwickelt sich allmählich zu einem Giftcocktail für die Wirtschaft. Auch die Stimmung in den deutschen Chefetagen hat sich im September deutlich stärker eingetrübt als erwartet. Der IFO-Geschäftsklimaindex sackte auf 84,3 Zähler von zuvor 88,6 Punkten im Vormonat und damit auf den tiefsten Stand seit Mai 2020. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Rückgang auf 87 Punkte gerechnet. Es ist bereits der vierte Monat in Folge, in dem der IFO-Index nachgibt. Über den Einbruch beim IFO-Index habe ich am Vormittag mit IFO-Präsident Clemens Fuest gesprochen. Manche reden ja bereits vom Panikmodus. Ich wollte deswegen wissen, ob die deutsche Wirtschaft gerade dabei ist, in die Rezession abzurutschen. Ja, ich befürchte, die deutsche Wirtschaft ist schon in der Rezession. Wahrscheinlich schrumpft die Wirtschaft in diesem Quartal schon. Und auch im letzten Quartal hatten wir ja nur eine Null. Also sie befindet sich wahrscheinlich schon in einem Schrumpfungsprozess. Das sehen wir eben an diesem starken Rückgang des IFO-Index. Das sehen wir auch daran, dass das wirklich durch alle Wirtschaftsbereiche geht. Also wir haben wenig Lichtblicke im Moment. Danach wollte ich von Herrn Fuest wissen, was er für die kommenden Monate erwartet. Immerhin lässt der Energiepreisschock die Kaufkraft der Konsumenten einbrechen und macht ja die Produktion vieler Unternehmen quasi unrentabel. Ja, wir rechnen damit, dass wir im Winter eine schrumpfende Wirtschaft haben. Das Problem ist nicht so sehr, dass es an Nachfrage fehlt, sondern das Problem ist zunächst mal, dass Energie sich sehr stark verteuert. Und wir dürfen nicht vergessen, viele Unternehmen haben immer noch Probleme, Güter zu bekommen, Vorprodukte zu bekommen. Ihre Auftragsbücher sind eigentlich voll. Das Problem ist also nicht mangelnde Aufträge, sondern das Problem ist, dass man diese Aufträge nicht bedienen kann und dass die Preise immer mehr steigen für Energie natürlich in allererster Linie, aber auch für viele andere Produkte. Wir haben also eine Stagflationssituation und das macht es eben so schwer auch für die Politik. Es bringt nichts, die Nachfrage zu steigern mit öffentlichen Ausgabenprogrammen, wenn das Angebot das Problem ist. Das würde funktionieren, wenn die Nachfrage das Problem wäre. Noch ist es aber so, dass wir vor allem Angebotsprobleme haben. Zum Schluss wollte ich wissen, was passieren müsste, damit sich die Lage wieder bessert. Der Kanzler sagt ja, die Energiepreise müssen generell wieder sinken. Auch ein Gaspreisdeckel ist im Gespräch. Und das meint Herr Fuest dazu. Ja, durch Heruntersubventionieren verschlimmert die Regierung die Lage nur. Was die Regierung tun kann, ist den besonders betroffenen Gruppen helfen. Das sind vor allem Haushalte mit niedrigem Einkommen. Das sind vielleicht auch Härtefälle im Bereich der mittelständischen Unternehmen. Da geht es aber eher um das Überbrücken dieser Krise, um das Überstehen dieser Krise. Sonst kann die Politik vor allem im Strommarkt etwas tun, nämlich unter allen Umständen möglichst viele Kraftwerke an den Markt bringen, also die Kernkraftwerke am Markt halten und zusehen, dass die Kohlekraftwerke an den Markt kommen. Das führt dann dazu, dass weniger Gas verbrannt wird. Das führt dazu, dass die Gaskraftwerke nicht so lange laufen müssen. Dadurch sinkt der Strompreis und dann sinkt auch der Gaspreis. Das ist ganz essentiell, dass die Bundesregierung hier das Richtige tut. Bislang hat sie sich dafür noch nicht entschieden. Es heißt ja immer noch, man will die Kernkraftwerke abstellen und es ist auch unklar, ob genug Kohlekraftwerke mobilisiert werden. Also da muss die Bundesregierung dringend nachbessern, aber das wird die Rezession lindern, verhindern kann das die Rezession wohl nicht.